Das ist ein sehr emotionales Turnier. Im Finale stand Hertha gegen Dynamo Tbilisi, Dynamo Tiflis. Ja, für wen hat das Herz geschlagen? Ja, ich glaube, das Turnier war sehr, sehr gut. Also, sag mal, von Dynamo Tiflis, die haben sehr gute Eindrücke gemacht. Also, die haben wirklich Publikum und Zuschauer haben richtig Spaß gehabt, um zu schauen. Und das Finale mit Hertha, das war eine. Das war ein Traumfinale gewesen. Und ich glaube, die bessere Mannschaft hat er gewonnen. Aber insgesamt war das Turnier überragend gut. Und das kenne ich schon seit 4 Jahren, spiele ich hier. Und das war gut, dass unsere Mannschaft aus Georgien, aus Tiflis, dieses Jahr dabei war. Dynamo Tiflis war ja dabei zum ersten Mal. Wessen Idee war das, dass sie bei diesem Turnier auftritt? Ja, ich habe nach dem letztes Jahr habe ich mit die Veranstalter gesprochen und habe ich gefragt, ob das möglich ist, weil ich weiß, also wir haben richtig gute Mannschaft, richtig gute Jungs und das war Idee und die haben gleich gesagt, warum nicht und die haben uns eingeladen und ich glaube, keiner ist unzufrieden, im Gegenteil, also alle sind sehr glücklich und zufrieden, weil wie gesagt, die Mannschaft hat hier gut gespielt, viel Spaß gehabt, um zu schauen. Ich glaube, die Idee war voll okay. Dynamo ist auch mit vielen Stars gekommen, mit Kaja Kaladze, auch Alexander Iashvili. Ihr habt da zusammen jahrelang gespielt in Freiburg. Der ist ja überragender Spieler dieses Turniers. Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, beide, Yashi und Kaja, auch beide überragend gespielt. Das zeigt auch, dass wir regelmäßig auch nach unserer Fußballkarriere oft spielen. Also wir sind regelmäßig raus auf der Straße und spielen wir Fußball. Und das ist, also einfach hat er riesig Spaß gehabt, ihn zu schauen. Und das waren die beiden für mich war die Überraschung. Auch Livan Skitishvili war dabei, er war auch in Freiburg. Also praktisch diese Freiburg-Connection lebt weiter. Ja, das stimmt. Also wir sind auch jetzt nach unserer Karriere immer zusammen und auch im Verband, die Jugendverband, da sind wir zusammen. Außer wir sind so lange Freunde mit Familie zusammen und machen fast alles gleich. Von daher, ja, es ist logisch, dass wir immer bis heute getragen und später auch mal zusammen sind. Sie sind jetzt Präsident des georgischen Fußballverbandes. Wie ist die Entwicklung im Fußball in Georgien? Ich glaube, letzten 3-4 Jahre haben die viele Reformen gemacht, also sind Schritte nach vorne. Aber insgesamt, klar, es ist nicht so einfach, es ist schwierig, aber das macht mir persönlich immer noch viel Spaß und motiviert jeden Tag Bestes für unsere Fußball, deutsche Fußball zu machen. Und ich glaube, wir haben auch gute Fortschritte gemacht und jetzt dieses Jahr haben wir diese Chance im März, Playoff-Spiele und ich glaube, das ist für jeder Georgien ein Traum, hier dabei zu sein und wir tun alles unsere Bestes. Letzte Frage, wer wird deutscher Meister in diesem Jahr? Ja, ist schwierig. Dieses Jahr, glaube ich, in der Bundesliga so ausgeglichen, also so viele Mannschaften oben dabei und das macht dann von daher, ja, es ist alles offen, also kann wirklich unterschätzen trotzdem diese Rückschläge, aber ich glaube, es wird eine sehr, sehr interessante Rückrunde und ja, das macht unglaublich Spaß. Auch Schalke 04, wo sie gespielt haben, wird auch ein bisschen. Schalke spielt auch dieses Jahr sehr gut, also letztes Jahr war nicht unbedingt gut, aber dieses Jahr sind gut dabei und die machen richtig gute Eindruck. Auch mit Hertha BSC ist wahrscheinlich zu Recht im nächsten Jahr. Ja, Hertha ist auch. Also die haben nicht gut angefangen, aber Ruhe haben die 4 Punkte gesammelt. Und ich glaube, nach dieser Vorbereitung, die haben ein bisschen Zeit. Und ich glaube, die werden auch